Ja, das hast du sehr gut gesagt. Ich vermute auch, das ist einer der Hauptgründe, weshalb das Wing Chun-System auch lange vor Lenting so entwickelt wurde, wie es ist. Man muss, um viele traditionelle Kampfkünste zu verstehen, auch wissen, dass die meistens auch entwickelt wurden im Hinblick auf Waffen. Gerade auch Wing Chun und die Vorgänger wurden auch im Kampf eingesetzt und es ist im Kampf für Krieger eine der einfachsten grundlegenden Taktiken, dem Soldaten beizubringen, einfach immer nach vorne zu stürmen. Eine der ersten Grundsätze des Wing Chun. Einfach, geh nach vorne, stoß vor, wenn der Weg frei ist. Und das wird einfach beigebracht. Und auch mit diesen Schmetterlingsmessern, du nimmst die und dann diese hackenden Bewegungen, die wir widerspiegelt sehen in den Kettenfäusten, ist nicht dazu da, weil es der effektivste Fauststoß ist, sondern weil es die effektive Art ist, mit dieser exakten Waffe zu kämpfen. Und weil dann dieselbe Bewegung auch waffenlos eingesetzt werden konnte. Also es macht durchaus Sinn, na, wenn ich jemanden, ich habe nur kurze Zeit, das sind keine wirklichen Kämpfer, ich muss halt irgendein paar Bauern dazu kriegen, jetzt ihr Land verteidigen zu können. Und dann habe ich vielleicht ein paar Wochen Zeit, wenn es hochkommt, denen was beizubringen. Also bringe ich denen bei, ihr steht jetzt so und dann ta 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 ta, dann stürmt ihr einfach nach vorne. Und das funktioniert super. Das ist auch heute noch in vielen Selbstverteidigungssystemen, das ist das Mittel der Wahl. Weil alles nachher, wo ich differenzieren muss und besser abwägen muss, das ist eine Sache von viel mehr Training. Also ich kann mit viel, im Krav Maga ist genau das, oder? Ah, es geht los, bam, 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 einfach rein, einfach irgendetwas machen. Funktioniert, ist eine super Idee. Und eben, deshalb auch Wing Chun, vor allem gegen Untrainierte und die meisten Angreifer ist ja, wie hoch ist schon die Chance, dass mich auf der Straße Mike Tyson angreift? Okay, eben ist, bei manchen ist sie ein bisschen höher, aber die gibt es nicht so oft. Grundsätzlich ist meistens irgendein Betrunkener. Und deshalb muss Selbstverteidigung für mich vor allem zwei Dinge bieten, oder? Es muss mir das Selbstbewusstsein geben, die Selbstsicherheit, dass ich auch bewusster auftreten kann, stärker auftreten kann und mich in der Situation schon ein bisschen stärker zu Hause fühle und mich wehren kann, überhaupt die Bereitschaft habe. Das wehrt schon 90% der Angriffe ab. Und wenn es losgeht, dass ich dann überhaupt irgendetwas mal mache. Und nachher für die letzten 1% höchstens der Angriffe, da langt es dann halt vielleicht nicht mehr. Aber da bräuchte man viel mehr Training, als die meisten Menschen halt bereit sind einzusetzen.